Kämpft so gut ihr könnt, Soldaten! Wir müssen hier gewinnen! Willkommen zum Tutorial von Dawn of War. Indem Sie mir zuhören und den Text in diesem Nachrichtenfenster lesen, lernen Sie, wie Sie ein Gefechtsspiel spielen. Die Maus ist Ihr Hauptwerkzeug, um Einheiten auszuwählen und Befehle zu erteilen. Die Maus kontrolliert die Kamera, über die Sie Ihre aktuelle Sicht auf das Schlachtfeld erhalten. Bewegen Sie die Kamera, indem Sie den Mauscursor zum Rand des Bildschirms bewegen. Probieren Sie es jetzt aus. Dafür bin ich ausgerüstet. Bewegen Sie die Kamera, indem Sie den Mauscursor zum Rand des Bildschirms bewegen. Probieren Sie es jetzt aus. Um die Kamera zu drehen und so eine andere Sicht des Kampfes zu erhalten, drücken Sie die Alt-Taste und bewegen Sie Ihre Maus. Probieren Sie es jetzt aus. Drehen Sie das Mausrad nach vorne, um näher an eine Einheit heranzuzoomen. Probieren Sie es gleich aus. Drücken Sie die Rücktaste, um die Kamera auf Ihre Standardposition zurückzusetzen. Ich bin dem Imperium geweiht. Drücken Sie die Rücktaste, um die Kamera auf Ihre Standardposition zurückzusetzen. Ich werde die Stellung für den Imperator sichern. Ich diene der Schwester. Sehr gut.
Sie haben die Kamera auf ihre Standardposition zurückgesetzt. Indem Sie die Kamera bewegen, drehen und zoomen, können Sie Ihre Lieblingsansicht einstellen. Die rautenförmige Anzeige am linken unteren Bildschirmrand ist Ihre Minikarte. Nutzen Sie die Minikarte, um zu sehen, wo sich Ihre Einheiten und Gebäude befinden. Außerdem können Sie sich mit ihr einen Überblick über das Schlachtfeld verschaffen. Die Minikarte zeigt neben allen Kontrollpunkten auf dem Schlachtfeld auch andere Orte von strategischer Bedeutung an. Der Nebel des Krieges verhindert, dass Sie Dinge sehen können, die sich außerhalb Ihrer Sichtweite befinden. Sobald Sie Einheiten in ein Gebiet schicken, verschwindet der Nebel. Nun werden wir die Missionsziele aufrufen. In diesem Menü wird Ihnen eine Liste aller primären und sekundären Missionsziele angezeigt. Bewegen Sie Ihren Mauscursor über die Missionsziele, um sich die jeweiligen Beschreibungen anzusehen. Sehr gut. Jedes Mal, wenn Sie Missionsziele aufrufen möchten, brauchen Sie nur auf die Zieloption in der oberen Menüleiste zu klicken. Klicken Sie mit der linken Maustaste, wenn Sie eine Einheit oder ein Gebäude auswählen möchten. Ich führe euch mit dem Licht des Imperators an. Die Kirchenkapelle aus. Klicken Sie mit der linken Maustaste, wenn Sie eine Einheit oder ein Gebäude auswählen möchten. Gehen Sie nun zu Ihrer Basis und wählen Sie die Kirchenkapelle aus. Klicken Sie mit der linken Maustaste, wenn Sie eine Einheit oder ein Gebäude auswählen möchten. Gehen Sie nun zu Ihrer Basis und wählen Sie die Ekklesiarchiekapelle aus. Vergessen Sie nicht, dass Sie durch das Halten von Kontrollpunkten Ihre Anforderungspunkte erhöhen. Ohne genügend Anforderungspunkte können Sie keine schlagkräftige Armee auf die Beine stellen und den Gegner besiegen. Glückwunsch! Sie haben nun gelernt, wie man Einheiten und Gebäude im Spiel auswählt. Ausgezeichnet! Sie haben nun einen Missionar. Kontrollpunkte sind an strategisch wichtigen Orten auf dem Schlachtfeld zu finden. Sie erhöhen die Rate Ihrer Anforderungspunkte, indem Sie Kontrollpunkte einnehmen und halten. Ekklesiarchie-Servitoren werden benötigt, um zusätzliche Gebäude zu errichten. Ekklesiarchie-Servitoren sind immer in der Ekklesiarchie-Kapelle verfügbar. Der Forstmeister begünstigt Ihre Eroberung eines Kontrollpunktes und erhöht dabei gleichzeitig die Rate an Anforderungspunkten. Sie haben nun Energie. Die Plasma-Generatoren erzeugen Sie weiterhin in konstanter Menge. Beachten Sie, dass es ein Limit gibt, wie viele Plasma-Generatoren pro Ekklesiarchie-Kapelle gebaut werden können. Der Planet ist das Gebäude, in dem Sie die meisten Infanterieeinheiten des Adeptus Sororitas sowie seine Kommandoeinheit, die Principalis, bauen können. Wählen Sie Ihren Adeptus Sororitas-Konvent aus und bauen Sie einen Sororitas-Trupp. Diese grimmigen Truppen sind die einfachen Infanteristen des Adeptus Sororitas. Sie sind zwar nicht so widerstandsfähig wie die Space Marines, aber sie sind vielseitig und mit einer Vielzahl von Fähigkeiten und Waffen ausgestattet, mit denen sie nahezu jede Aufgabe erledigen können. Adeptus Sororitas bereit zum Dienen! Sie haben einen Sororitas-Trupp gebaut. Nun sollten wir unsere Trupps auf volle Stärke bringen, indem wir sie aufstocken. Das Verstärken ist die Anforderung von weiteren Truppen, um Ihren Trupp zu maximaler Kampfleistung zu bringen. Wählen Sie einen Sororitas-Trupp aus. Klicken Sie auf das Truppe-Verstärken-Symbol, um den Trupp mit einer neuen Einheit zu verstärken. Bauprotokoll bestätigt. Ich bin ein Diener des Imperators. Ich diene. Vom Blitz bis zum Sturm führt uns der Imperator. Wir tragen das Licht des Imperators. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Dafür bin ich ausgerüstet. Ich diene. Stellung gesichert und gereicht. Ich höre.
Ich erwarte untertänigst die Befehle. Dass er uns diesen Ort übergibt, wird erledigt. Ich höre. Nun sollten wir unsere Trupps auf volle Stärke bringen, indem wir sie aufstocken. Das Verstärken ist die Anforderung von weiteren Truppen, um ihren Trupp zu maximaler Kampfleistung zu bringen. Wählen Sie einen Sororitas-Trupp aus. Klicken Sie auf das Truppe verstärken-Symbol, um den Trupp mit einer neuen Einheit zu verstärken. Ich führe aus. So wird es geführt. Sie den Dienst im Frieden und im Krieg. Ich führe aus. Anweisungen erhalten. Schwestern, melden sich zum Dienst. Ich bin ein Diener des Imperators. Ich werde die Stellung für den Imperator sichern. Ich werde es erledigen. Schwestern, kämpft an meiner Seite! Ich bin ein Diener des Imperators. Seid gesegnet. Anweisungen erhalten. Ich bin dem Imperium geweiht. Sie können Ihre Trupps während eines Kampfes verstärken, falls eine Schwester vom Feind ausgeschaltet wird. Sie können auch das Achten Sie bei einem Kampf auf die Stärke Ihres Trupps. Verstärken Sie sie oft, um sicherzustellen, dass Ihre Trupps möglichst effektiv bleiben. Sollte eine Einheit mit einer schweren Waffe sterben, verlieren Sie diese Waffe im Trupp. Sie müssten den Trupp erneut verbessern, um die schwere Waffe zurückzuerhalten. Wählen Sie einen Trupp aus und achten Sie auf den kleinen blauen Balken über dem Schadensbalken des Trupps. Er repräsentiert die Moral des Trupps. Die Moral zeigt Ihnen die Effektivität Ihrer Einheiten im Kampf an. Sie ist eine Mischung aus Konzentration, Courage, dem Willen zu kämpfen. Verschiedene Waffen im Spiel verursachen sowohl Moral als auch Gesundheitsschaden. Erhöht Ihr Trupp Moralschaden, verringert sich der kleine blaue Balken. Sinkt die Moral eines Trupps auf null, bricht er auseinander. Eine solche Einheit hat den Willen zum Kämpfen verloren und ihre Kampfeffektivität sinkt drastisch. Sie können die Einheit immer noch kontrollieren. Es ist Ihre Entscheidung, ob sie weiterkämpfen oder sich zurückziehen soll, um wieder neuen Mut zu fassen. Moral kann eine mächtige Waffe gegen ihre Feinde sein. Es gibt auch bestimmte Einheiten, die die Moral eines Trupps erhöhen können. Wenn sie die Moral ihrer Gegner untergraben, verlieren diese ihre Effektivität im Kampf. Das macht es für sie einfacher, ihre Gegner zu töten. Ein kleiner, aber gut ausgerüsteter Trupp kann so sogar eine gegnerische Übermacht besiegen. Vergessen Sie nicht, dass Strategie und Taktik den Verlauf jeder Schlacht ändern können. Setzen Sie diese Kenntnis ein, um auf dem Schlachtfeld siegreich zu bleiben.
Um die Anzahl der Trupps zu erhöhen, die sie als Sororitas ins Feld schicken können, müssen sie Verbesserungen zur Erhöhung des Trupplimits am Adepta Sororitas Konvent erforschen. Diagon ist eine dritte Ressourcenart, die nur dem Adeptus Sororitas zur Verfügung steht. Ihr aktueller Glaubensstatus ist etwas unterhalb der Anforderungspunkte und Energie eingeblendet. Glauben wird für besondere Fähigkeiten eingesetzt, die man Glaubensakte nennt. Sie sind weitaus mächtiger als normale Fähigkeiten und können das Blatt einer Schlacht wenden. Setzen Sie sie weise ein. Heilige Ikonen, die auf Horchposten gebaut werden, erhöhen den maximalen Glauben. Da Sie jetzt eine heilige Ikone haben, ist der erste Abschnitt auf Ihrer Glaubensanzeige freigeschaltet. Sie finden die Anzeige in der linken oberen Ecke des Bildschirms. An ihr können Sie Ihre aktuellen Vorräte dieser wichtigen Ressource ablesen. Beachten Sie, dass die Anzeige noch immer zum Teil blockiert ist. Indem Sie weitere heiligen Ikonen bauen, können Sie weiteren potenziellen Glauben freischalten, womit Sie dann letztendlich immer mächtigere Glaubensakte durchführen können. Bis jetzt haben Sie nur das Potenzial des Glaubens freigeschaltet. Um diesen Glauben auch zu erzeugen, müssen Sie gläubige Einheiten schaffen. Und vernichtet Ihre Gegner mit mächtigen Spezialfähigkeiten und strafenden Nahkampfangriffen. Sie müssen ein unberührtes Heiligtum bauen, um Zugang zu Waffenverbesserungen zu erhalten. Trupps können mit einer Vielzahl von Waffen ausgerüstet werden, damit sie sich gegen verschiedene Gegner behaupten können. In unberührten Heiligtum können Sie schwere Waffen für Ihre Infanterietrupps freischalten. Verbessern Sie einen Sororitas-Trupp mit Flammenwerfern. Wählen Sie Ihren Sororitas-Trupp aus und klicken Sie auf das Ausrüsten mit Flammenwerfer-Symbol, um ein Truppenmitglied zu verbessern. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht! Rein. Wir sind die Flügel der Sororitas! Imperator, stärke meine Entschlossenheit! Ich bin dem Imperium geweiht. Zunächst können Sie nur wenige Einheiten eines Trupps mit schweren Waffen ausrüsten. Aber wenn Sie im unberührten Heiligtum forschen, können Sie diese Begrenzung aufheben. Sie können Ihre Trupps überall auf dem Schlachtfeld verbessern, damit diese die Gegner besser bekämpfen können. Ein Flammenwerfer erscheint nun in den Händen eines Truppenmitglieds. Dieser Vogel kann mit jeder verfügbaren Waffenverbesserung ausgeführt werden. Kathedrale fertiggestellt. Ihre Veteranen-Prioris ist angekommen. Die Veteranen-Priori sind Teil des Trupps und können ihn nicht verlassen. Einige Geländearten geben ihnen Deckung und gewähren ihren Truppen auf diese Weise Schutz vor gegnerischem Feuer. Wählen Sie einen Ihrer Infanterietrupps und bringen Sie ihn in Deckung. Das Gebiet, in dem sich die Deckung befindet, wurde mit einer Markierung versehen. Sie ist sowohl auf der Minikarte als auch in der normalen Ansicht zu sehen. Vorwärts! Deckung ist sinnvoll, da sie ihren Trupps zusätzliche Verteidigungsboni gewährt, sodass sie schwieriger zu besiegen sind. Es ist leicht, Deckung im Gelände auszumachen. Achten Sie einfach darauf, wie sich Ihr Mauscursor verändert, wenn Sie ihn über einen Bombenkrater oder über Dschungel bewegen. Sobald Sie Ihre Trupps in Deckung bringen, erscheint über Ihren Köpfen ein Symbol, das anzeigt, dass Sie einen Verteidigungsbonus erhalten. Sehr gut. Ihr Trupp ist in Deckung gegangen. Einheiten, die sich in Deckung befinden, sind schwieriger zu treffen und erhalten weniger Schaden durch Distanzangriffe. Benutzen Sie die Deckung, um taktische Vorteile gegenüber Ihrem Gegner zu erhalten. Sehr gut. Sie haben 3 Kontrollpunkte eingenommen und Horchposten auf ihnen errichtet. Kontrollpunkte einzunehmen und zu halten, ist der Schlüssel zum Sieg über Ihre Gegner. Sie können strategische Ziele wie Kontrollpunkte einnehmen. In einigen Mehrspielerpartien führt das Einnehmen und das Halten einer oder mehrerer dieser strategischen Ziele zum Sieg.
Außerdem erhalten Sie von jedem strategischen Ziel, das Sie kontrollieren, Anforderungspunkte. Benutzen Sie einen Trupp, um ein strategisches Ziel einzunehmen. Strategische Ziele sind Punkte auf der Karte, die besonders wichtige Orte repräsentieren. Sehr gut. Sie haben ein strategisches Ziel eingenommen. Sie können auf strategischen Zielen keine Horchposten errichten. Sie müssen einen anderen Weg finden, sie zu befestigen. Wenn Sie Reliquien kontrollieren, erhalten Sie Zugang zu den besten Einheiten und Fahrzeugen Ihrer Armee. Halten Sie sie, um den Zugang zu Ihrer besten Technologie sicherzustellen. Benutzen Sie einen Trupp, um eine Reliquie einzunehmen. Reliquien sind heilige Kontrollpunkte. In vielen Kriegen haben wir dem Imperator gedient. Sehr gut. Sie haben eine Reliquie eingenommen. Sie können Horchposten auf ihnen errichten, um sie zu befestigen. Außerdem können Sie auch Reliquien Ihres Gegners einnehmen, um ihm den Zugang zu seinen besten Einheiten und Technologien zu verwehren. Wählen Sie den Ecclesiarchie-Servitor aus und bauen Sie ein Adeptus Sororitas Manufaktorum. Imperators. Schwören dir den Dienst im Frieden und im Krieg. Imperator, inspiriere mich. Imperator, stärke meine Entschlossenheit. Vorwärts! Ich höre. Wählen Sie den Ecclesiarchie-Servitor aus und bauen Sie ein Adeptus Sororitas Manufaktorum. Genau wie der Konvent für den Bau von Einheiten zuständig ist, ist das Manufaktorum für den Bau von Fahrzeugen zuständig. Fahrzeuge sind widerstandsfähig und nehmen fast keinen Schaden durch normale Infanteriewaffen. Sie sind ein wichtiger Teil ihrer Armee und mit mächtigen Waffen ausgerüstet. Ich diene. Sie haben jetzt ein Adeptus Sororitas Manufaktorum. Alle Fahrzeuge des Adeptus Sororitas kommen aus diesem Gebäude. Ihre Basis kann nur eine begrenzte Zahl an Fahrzeugen unterstützen. Dies nennt man das Fahrzeuglimit. Sobald Sie Ihr Maximum erreicht haben, können Sie keine weiteren Fahrzeuge mehr bauen. Das Fahrzeuglimit können Sie erhöhen, indem Sie die entsprechende Verbesserung an Ihrem Adepta Sororitas Manufaktorum erforschen. Ganz ähnlich wie beim Trupplimit. Wählen Sie Ihr Manufaktorum aus und bauen Sie einen Emulatorpanzer. Emulatorpanzer sind brutale Kriegsmaschinen, die ihre Gegner mit weißglühenden Flammen beharken.
Säuberung steht an. Was geht? Ich werde mich darum kümmern. Wir müssen alle Unreinen tilgen. Die Schuld soll sich nicht ausbreiten. Was geht es? Komm, geh an meiner Seite. Was geht es? Ich erledige das. Ich werde es erledigen. Wir haben unser Ziel. Ich höre. Ich diene. Wird erledigt. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Glückwunsch! Sie haben die Trainingslektion des Tutorials erfolgreich beendet. Es wird Zeit, das Erlernte in die Tat umzusetzen. Wir erobern für das Imperium. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Streitmacht und unterwerfen Sie den Gegner. Benutzen Sie Infanterieeinheiten, um Kontrollpunkte einzunehmen und Servitoren, um Horchposten auf ihnen zu errichten. Bauen Sie weitere Gebäude und erforschen Sie neue Technologien, damit sich die Effektivität Ihrer Truppen im Kampf steigert. Bauen Sie weitere Trupps und Fahrzeuge. Erhöhen Sie Trupp- und Fahrzeuglimit immer dann, wenn es nötig wird. Gewinnen Sie diese Schlacht, die nächste und die übernächste. Der Kampf wird erst enden, wenn ich Tiere für den Fall. Meine Flammenwerfer reinigen jegliche Verdorbenheit. Gib mir etwas zum Verbrennen. Ich höre. Jeder schuldet dem Imperator Blut. Ich werde die Stellung für den Imperator sichern. Ich höre. Der Maschinengeist singt in mir. Ich führe aus. Sofort. Ich höre. Ich führe aus. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Ich höre. Sofort. Wird erledigt. Wird erledigt. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Gelobet sei der Imperator, dass er uns diesen Ort übergibt. Bauprotokoll bestätigt. Führe aus. Ich führe aus. Ich erwarte untertänigst die Befehle. So wird es geschehen. Ich höre. Ich führe aus. So wird es geschehen. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Ich diene. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Anweisungen erhalten. Ich höre.
Ich führe aus. So wird es geschehen. Ich führe aus. Anweisungen erhalten. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Bauprotokoll bestätigt. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Bauprotokoll bestätigt. Ich flüstere zu meinen Klingen. Tötet. Was geht es? Tötet. Kommt, meine Schwestern! Wen soll ich töten? Ich glaube an den Imperator. Imperator, inspiriere mich. Was geht es? Erobert diese Stellung! Die Schuld soll sich nicht ausbreiten. Ich höre. Hier kommt der Jeder schuldet dem Imperator Blut. Das Symbol der Macht des Imperators ist gegen jegliche Verdorbenheit. Vorwärts! Ich werde erobern und nicht scheitern. Klare Sicht. Strahlendes Herz. Schmerz bringt Glauben. Down hat begonnen.